Hallo, ich habe euch letztes Mal gesagt, ich zeige euch den BMW von meinem Bruder. Jo, es ist ein BMW 325i, E36, aus dem Baujahr 92. Ja, zwischen dem Auto und zwischen meinen Nissan, wie gesagt, sind 2 Jahre Unterschied. Von der Technik her hat sich nicht viel geändert, obwohl es ein BMW ist. Man denkt vielleicht, ja, mehr Ausstattung, denkst du, ist nicht mehr drin als bei meinem. Jo, auf jeden Fall ein gutes Auto und ist auch schon relativ viel mit dem Auto passiert, also passiert ist nicht in dem Fall Unfall oder sonstige Sachen, sondern einfach, wir haben viel dran herumgeschraubt schon auch. Ja, beginnen wir mal von außen, hätte ich gesagt. Was gibt es zu dem Auto im Außen zu sagen? Ach mal, beginnen wir mal mit den Felgen. Jo, Felgen sind Alpina Felgen, 8,5 J breit, mit Einbruchstiefe 15 und sind 17 Zoll Felgen, selber lackiert von uns. Ja, also kannst du sehen lassen, würde ich sagen, mit der Felgenfarbkombination. Ja, ein theotechnisch grünes farbiges verbaut, auch so tief fast wie möglich. Also, Auto steht schon ziemlich gut da, ja. Jo, gehen wir kurz um das Auto herum. Ja, was gibt es zum Sagen zum Auto außen? Es ist auf jeden Fall halt kein originaler, also kein M-Paket auf dem Auto verbaut, aber wir werden es in nächster Zeit nachrüsten. Wie man sieht, leider ist keine Heckstange drauf, also keine Heckblende drauf, kein Diffusor. Weil wir sich eben gerade ein M kaufen und ja, wir warten gerade eben noch drauf. Und ja, ich würde sagen, beginnen wir einfach mit dem Auto so kurz von innen zum Herzeigen, was damit passiert ist. Und ja. Okay, so, jetzt mal kurz zum Innenraum. Weil ich ja vorhin gesagt habe, Auto hat nicht wirklich viel Ausstattung. Man sieht, gerade einmal Heizung ist verbaut und ja, mehr auch schon nicht mehr. Ja, gut, also was haben wir auf dem Auto gemacht, innenraummäßig jetzt einmal. Es ist einmal ein Sportlenkrad verbaut. Dann hat mein Bruder gemeint, oder nein, nicht gemeint, sondern beim E36 generell, bei den Modellen gehen die Türverkleidungen und Himmel und sonstiges Zeug immer alles von alleine runter. Ich habe keine Ahnung, was sich BMW da damals gedacht hat. Bei diesen, weiß nicht, Kleber, was die verwendet haben, auf jeden Fall. Mein Bruder hat gemeint, er baut dann alles um. Und auf jeden Fall, ja, wie man sieht, Türverkleidung ist komplett selber gemacht. Alcantara, alles überzogen, ja. Also mehr oder weniger auf Rennsport halt auch ausgelegt. Und ja, also es kann sich sehen lassen, für selber gemacht, würde ich sagen, ist in Ordnung. So, dann der Himmel ist auch komplett gemacht, ist auch komplett schwarz. Wie gesagt, ist aber noch nicht ganz fertig, weil die Griffe fehlen noch, links und rechts, hinten und so. Hinten ist er auch noch leer, kann man nach hinten filmen. Ja, also ist im Moment mehr oder weniger auch Rennautos, so wie alle unsere Autos. Ja, was überhaupt ein urgeiles Highlight in dem Auto ist, ist dieser Schaltknopf da. Ist ziemlich lang, ja, aber ist ein Short-Shifter, also extrem, wirklich Wahnsinn zum Fahren mit dem Auto. Ja, also, und was man noch dazu sagen muss, man spürt wirklich jede Vibration von dem Auto. Also es ist ein Wahnsinn, es ist fahrt sich sowas von sportlich, das Ding. Die komplette Hinterachse haben wir auch gemacht bei dem Auto, auch alles pur gelagert. Motor ist noch auf Originallagern, Getriebelager sind so aus Aluminium, also wirklich extrem fest das Ding zu fahren. Also es macht wirklich Spaß. Leistung ist auch da, also ja, kann man fahren. Kurz zu dem Auto. Ja, hat jetzt auch erst 140.000 Kilometer drauf, also auch gerade einmal eingefahren, sage ich einmal. Zum Motor komme ich gleich. Ja, das war eigentlich der Innenraum mal so im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ja, wir werden das alles fertig bauen hier innen und das wird dann dementsprechend gut ausschauen. Okay, na, ich dann gehen wir einfach mal außen und, Entschuldigung, außen im Motorraum und ja. Oder? Also, BMW 325i, die alte Maschine, die ziemlich robuste, also ohne Vanos, heißt ohne variable Nockenwellensteuerung. Daran zu erkennen, dass der Ventildeckel einfach da komplett gerade ist. Ja, Motorraum, BMW, wie gesagt, nicht viel zum Sagen. Sechszylinder, Theatechnics farbig ist drinnen. Also, so, weiß nicht, schaut nicht so interessant aus, aber gefahren muss man damit einmal sein, damit man weiß, um was bei dem Auto eigentlich geht. Also es macht wirklich Spaß zu fahren. Nachher fahren wir eine Runde und jo, gut. Das war mal der Motorraum auf jeden Fall. Hinten und vorne sind halt Domstreben drinnen, ein bisschen verstrebt das Ganze, aber wie gesagt. So, und jetzt fahren wir mal eine kleine Runde mit meinem Bruder gemeinsam und jetzt übernehme ich mal die Kamera selber. Ja, gut. Dann fahren wir mal. So, da.
Also wie man hört, ziemlich laut, das Getriebe und sonstiges Zeug, also ja, ziemlich rennsportmäßig unterwegs. Ja, eine kleine Auffahrt machen wir jetzt mal, würde ich sagen. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie das Auto so im Normalfall bewegt wird. Schnelles Auto! So. So. Okay, das war's eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Und dann würde ich mich freuen, vielleicht über wieder ein paar Daumen. Und vielleicht abonniert es mich ja. Und ansonsten Instagram und Facebook. Es gibt immer Neuigkeiten, was so passiert in meinem Leben. Habe ich eh schon mal erzählt. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.